Weiter geht's bei Pokémon Rot. Im letzten Part sind wir stehen geblieben, im Felstunnel von Lavandia, da habe ich das Onix gefangen. Da bin ich jetzt nicht mehr, wie man offensichtlich sehen kann. Und zwar bin ich hier in Prismania City, weil man kann, da muss ich jetzt im Internet aber nachlesen, hier in dem Teich Quapuzzis fangen. Und da kann ich mir schon mal halt sparen, einen Quapsel zu fangen, was ich dann zu Quapuzzi trainiere, nur um das zu tauschen. Weil in Azuria City gibt es ja einen Mann, der ein Rosanna gegen ein Quapuzzi tauscht. Und dann, ja, kann ich mir einen Levelprozess sparen, wenn ich hier halt eins fange. Mit der Superangel haben wir eine 50%ige Chance, dass eins erscheint. Die anderen 50% sind ein Fleckmon. Mit der Profiangel kann man hier wiederum andere Pokémon fangen. Ich hatte den Part gerade eben schon mal begonnen und dann habe ich mich gewundert, weil ich habe jetzt bestimmt 15 Mal die Superangel ausgeworfen. Da stand die ganze Zeit, jo, nur kein, nicht mein alter Stiefel hat angebissen. Deswegen habe ich jetzt den Part nochmal beendet und nochmal neu gestartet. Deswegen, also es kann sein, dass ich euch das vielleicht hinschneide muss, weil aus irgendeinem Grund vielleicht hatte ich auch gerade nur Pech, war das eben so, dass hier gar nichts angebissen hat. Aber das werde ich mich jetzt gleich nochmal davon überzeugen. Ich werfe mal die Superangel aus. Ganz einfach, dass ich jetzt noch ja weiterhin den Pokédex vervollständige, dass wir uns dann langsam aber sicher der Story wieder widmen können. Und diesmal ging es schnell. Mal gucken, was wir haben. Hoffentlich ein Quapuzzi. Jawohl, da ist schon eins. Okay, komischerweise hatte ich davor nur Pech. Also ist kein Witz, ich habe bestimmt 10, 15 Mal die Angel da ausgeworfen. Es stand die ganze Zeit, nicht mein alter Stiefel hat angebissen. Ich dachte schon, dass ich da was Falsches nachgelesen hatte, weil das so seltsam war irgendwie. Normalerweise braucht es ja nie so lang, bis da was anbeißt. Man bekommt vielleicht nicht immer das Pokémon, was man haben will, aber dass gar nichts anbeißt, so viele Versuche hintereinander, hatte ich echt noch nicht. Ich schon mal ganz kurz halt auf Parasect wechseln, dass wir den einschlafen lassen können. So, dann tue ich den mal ganz kurz mit Kratzer schwächen. Den sollte der überleben, also man sieht es ja. Einen Kratzer mache ich noch und ich hoffe natürlich, dass ich keinen Volltreffer kriege. Wobei eigentlich müsste ich mir da gar nicht so arg Mühe geben, den zu schwächen. Weil der, ja, es ist ja ein Quapuzzi. Aber gut, soweit hat es schon mal funktioniert. Jetzt noch eine Pilzspore reinhauen. Na fuck. Das Ding ist, dadurch, dass ich die Kampfanimation immer noch aus habe, tue ich manchmal noch schneller klicken als ohnehin schon. Und dann kommt sowas zustande, dass ich dann halt zweimal dieselbe Attacke hintereinander einsetze. Und mit dem Hyperball ist es dann überhaupt kein Problem. Da haben wir einen Quapuzzi. Eine Kaulquappe. Dieses Pokémon kann im Wasser und auch an Land leben. An Land schwitzt... Was? An Land schwitzt es sich, achso, schwitzt sich die Körper nass. Ich dachte nach schwitzt es sich war ein Punkt, aber ja, da habe ich falsch hingeschaut mal wieder. Und Quapuzzi bekommt auch einen Spitznamen, wenn ich den auch nur tauschen will, und zwar Toad. So, ist nicht sogar Toad, ist es nicht sogar Name für Frosch? Also einmal natürlich, ja klar, es gibt Toad in Mario 64 und das ist ja ein Pilz, aber ist nicht auch Toad so ein kleiner Frosch? Auf Englisch, aber ja, kann mich gerne berichtigen. Ich nenne ihn einfach mal Toad oder ja Todd, wie man das auch immer aussprechen will. Jetzt gilt es eigentlich den Guten nur noch zu tauschen. Komm, ich fliege mal nach Azuria City einfach direkt, dann kann ich das schon mal abschließen. Und da habe ich für den Part noch was anderes geplant. Da werde ich dann aber mal wieder einen Schnitt setzen müssen. Und ich hoffe natürlich, dass es soweit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das weiß ich nämlich noch nicht. Ich tue mich erstmal heilen, dass wir natürlich auch ja, ein vollgeheiltes Pokémon tauschen, wenn es auch an sich egal wäre. Aber ich mache es halt trotzdem. Wie ein wahrer APler. Jo, damit sind wir wieder topfit und ich kann den nächsten Pokédex-Eintrag abstauben. Denn Quapsel habe ich ja noch nicht gefangen. Also ich habe jetzt nur das Quapuzzi, in Anführungszeichen nur. Also kann ich mal ganz kurz nachschauen, wie war denn das? Aber ich glaube schon... Ja genau, Quapsel muss ich noch fangen und dann halt so Quapuzzi entwickeln und mit dem Wasserstein zu Quappo. Aber jetzt habe ich jetzt halt schon mal ein fertig entwickeltes Quapuzzi gefangen, ähnlich wie ich das mit dem Lamus gemacht habe. Nur, dass ich ja halt da schon die Vorentwicklung hatte. Ich glaube, der ist es. Hallo, willst du dein Quapuzzi nicht gegen ein Rosanna tauschen? Jawohl, weil Rosanna bekommen wir auch sonst nirgendwo, das heißt Toad wird getauscht. Okay. Der dritte Ingame-Tausch, den wir jetzt vollziehen, es war einmal Habitak gegen Porenta, dann habe ich das Abra gegen Pantymos getauscht. Ah ne, dann ist es tatsächlich schon der vierte, weil der dritte war dann das Lamus gegen das Schlurp und jetzt tauschen wir
Quapuzzi gegen Rosanna. Und die sind auch wirklich lohnenswert, weil man halt die Pokémon, die man durch den Tausch erhält, anderweitig oder auf normalem Weg nicht bekommen würde, außer halt man setzt den Ditto-Trick ein. Aber wenn ich mir das da schon mal sparen kann, ein paar Spezialwerte, dann tue ich das auf jeden Fall, ja, dankend in Anspruch nehmen. Sehr schön. Damit wäre dieses Kapitel mal abgeschlossen. Und dann können wir mal schauen, was steht denn dann als nächstes an. Dann würde ich mal einen Abra vom PC holen. Und ich zeige euch auch gleich warum, oder ich sag euch gleich warum. Ich habe ja im letzten Part versucht, die letzten Spezialwerte halt zu bekommen. Und zwar wäre das einmal halt Chigi mit 177 und 188 von Knofensa. Das Problem ist, weil die relativ hoch sind und ich jetzt unsere Team-Pokémon nicht maßlos überleveln will für die Pokémon-Liga und auch allgemein für Pokémon Stadium, möchte ich eigentlich nicht über Level 51 kommen erstmal. Deswegen mal soweit zu der Information. Das heißt, ich brauche ein anderes Pokémon, was halt von, ja, von hohem Level ist oder vor allem auch von einem hohen Spezialwert ist. Ich habe das ja jetzt mit den legendären Vogel-Pokémon versucht, also Arctos und Zapdos. Ich könnte jetzt natürlich darauf warten, dass Zapdos kommt, aber es könnte natürlich auch sein, dass es mit Zapdos schief läuft. Also, Quatsch, was laber ich? Nicht Zapdos, sondern auf Lavados, weil das ist der dritte im Bunde, der uns noch fehlt und den kriege ich ja erst in der Siegestraße. Und nachher fange ich den und krieg das mit dem auch nicht hin mit den Spezialwerten. Deswegen werde ich mir jetzt das Abra nehmen, was ich habe. Wo auch immer der sich befindet, war der in Box 6 zufällig? Das muss ich jetzt mal ganz kurz abklappern, weil ich weiß es ganz einfach nicht. Hätte ich vielleicht am Anfang des Parts noch vorbereiten können. Okay, da scheint er nicht zu sein. In Box 5 war er auch nicht. Dann gucke ich logischerweise in Box 4. Petrakan, Flamme, Volt, Mr. Krabs. Okay, das war auch noch nix. Bestimmt in Box 1, wenn ich jetzt die nacheinander so runtergehe. So wie ich mein Glück kenne. Okay, da ist einmal das Simsala, das könnte ich natürlich auch nehmen, aber ich entscheide mich mal für das Abra. Weil dann kann ich das auch gleichzeitig direkt in Dings entwickeln. In Kadabra, dass wir halt dann schon mal wieder den nächsten Pokédex-Eintrag halt ab, ja, abgeschlossen haben. So, wo ist denn der jetzt? Da ist Gandalf. Ja, stimmt, der ist schon Level 16, aber ich habe ihn noch nicht entwickelt. Den habe ich außersehen ein Level zu viel gemacht. Und dann nehme ich mir noch ganz kurz, dass ich da mir ganz einfach ein bisschen Zeit spare. Nehme ich mal ein paar Sonderbonbons mit. So. 6 Stück haben wir an der Zahl. Oder soll ich den leveln? Problem ist, wenn ich den, glaube ich, so weit nach oben bringe, nachher bringen mir die Dings nichts mehr, die Vitamine. Weil es ist ja so, wenn ich den jetzt leveln würde, sammelt der Gute fleißig Statuserfahrung. Und je mehr Statuserfahrung der hat, desto geringer ist die Chance, dass ich ihm ein Vitamin geben kann. Weil die Vitamine können ja nur die Statuserfahrung bis zu einem bestimmten Punkt auffüllen. Und wenn ich ihn jetzt mit Sonderbonbons level, bekommt er keine Statuserfahrung, sprich EVs. Und wenn ich ihn dann so auf Level 50 bringe, rein, weil sein Basiswert so hoch ist, wird er schon einen relativ strammen Spezialwert haben. Weil ich muss halt ganz einfach relativ weit nach oben kommen. Und dann werde ich zum Schluss versuchen, das Ganze mit den Vitaminen dann zu feilen. Inwieweit mir das möglich ist, das werde ich allerdings sehen. Und diesmal, glaube ich, mache ich den Fehler nicht, so wie bei Arctos, dass ich, nachdem ich die Vitamine vergeben habe, speichere. Ich speichere das Ganze jetzt mal hier ab, bevor ich auch Sonderbonbons gebe und dergleichen, mache danach keinen Speicher mehr. Und ich werde jetzt die Sonderbonbons vergeben. Danach, wenn ich nur noch eins habe, werde ich den Missingno-Glitch anwenden, dass ich halt ganz viele Sonderbonbons habe. Und dann werde ich ihm so viele geben, bis er halt, sagen wir mal, keine Ahnung, Level 50 ist. Die Entwicklung werde ich euch noch kurz einblenden. Ja genau, dann muss ich dann nicht schneiden. Da gebe ich ihm ganz kurz einen Sonderbonbon. Und obwohl, wie viel EP braucht denn der jetzt? Kann ich mal ganz kurz nachschauen. Ja, nur 72, stimmt, das habe ich ja schon relativ gut vorbereitet. Gut, da gebe ich jetzt keinen Sonderbonbon, das wäre echt Verschwendung. Und dann tue ich mal ganz kurz die westliche Route hier ansteuern, da wo halt ein bisschen hohes Gras ist. Und dann werde ich ihm ganz kurz zum Level-Up, ihm das Level-Up verschaffen. Danach seht ihr die Entwicklung zu Kadabra, den wir halt noch nicht haben. Das wäre dann Pokédex-Eintrag Nummer 97 auf meiner Seite. Und Radfratz muss ich auch noch fangen.
Gott, das habe ich komplett vergessen. Das könnte ich eigentlich hier langsam mal machen. Ich habe ja immer so gesagt, oh, Radfratz vielleicht auf einem höheren Level fangen, aber ich glaube, arg viel höher wie Level 15 gibt es den gar nicht. Und ich glaube so, das wäre das Level östlich von Prismania City. Das werde ich mir aber noch rausnehmen. Das soll jetzt erstmal nicht das Thema sein. Wir kommen erstmal zur Entwicklung von dem Guten. Wenn der auch sich eigentlich auf Level 16 entwickelt, aber da habe ich halt durch ja, die Speed-Funktion vom N64-Modul oder von Pokémon Stadium halt aus Versehen ein Level zu viel gemacht. Und habe natürlich die Entwicklung gestoppt, dass ihr das mit ansehen könnt. Sehr schön, da entwickelt sich der Gute. In Kadabra. Und der ist schon ein sehr starkes Pokémon. Natürlich Simsala noch stärker, logischerweise. Aber ja, nicht nur wegen dem Typ, sondern auch wegen den Werten. Kadabra und Simsala und allgemein die ganze Reihe, die ganze Entwicklungsreihe, hat sehr stramme Werte. Deswegen, jetzt hat er schon 49 und der ist erst Level 17, müsst ihr euch vorstellen. Ich werde jetzt dem Sonderbonbons geben, wie gesagt. Ich schneide euch das dann mal so weit hin. Oder gut, noch ist ja nichts passiert. Also hier könnte ich jetzt nochmal abspeichern, bevor halt jetzt, ja, bevor ich jetzt irgendwas mache. Und dann werde ich, wie gesagt, ich gebe ihm jetzt die Sonderbonbons, die wir vollends haben. Dann werde ich die vermehren, werde ihm weiterhin welche geben. Und dann auf Level 50 irgendwas rum gucke ich, was hat er für einen Spezialwert. Dann werde ich vielleicht noch ein paar Level mit Training oben drauf packen und dann halt mit Vitamin das Ganze auffüllen. Wie ich das dann aber, ja, wie das Ganze dann abläuft, das werdet ihr sehen. Ich schneide euch das Ganze einfach mal bis dahin. Also, jo, Schnitt. Okay, Leute, kurzer Zwischenbericht. Und zwar habe ich den Guten jetzt auf Level 45. Die Werte sind dementsprechend in Anführungszeichen schlecht, weil er halt keine Statuserfahrung gesammelt hat. Ich habe jetzt alles nur mit Sonderbonbons gemacht. Warum schneide ich jetzt hier schon rein? Er hat einen Spezialwert von 122. Mit 126 könnte ich Macho Mai erscheinen lassen. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, weil wenn ich ihm jetzt noch ein Sonderbonbon gebe, wird er mit Sicherheit nicht plus 4 bekommen. Sondern entweder plus 3 oder vielleicht plus 2. Ja, wenn er zweimal plus 2 bekommt, wäre es natürlich gut, aber ich bezweifle es, dass er das bekommt. Er wird mit Sicherheit einmal plus 3 bekommen und das geht halt so ganz einfach nicht auf. Das heißt, jetzt werde ich probieren, ihm ein Calcium zu geben und hoffe, dass er dadurch plus 4 bekommt. Ich hoffe es, ich kann es aber nicht. Ich weiß es nicht. Falls es jetzt nicht funktioniert, für 126 können auch Teammitglieder von uns mithalten, weil das ist noch nicht allzu hoch. So Spezial ist gestiegen. Ich meine, wo ich Arctos und Zapdos ein Vitamin gegeben habe, haben sie plus 6 bekommen beide. Dann bekommt er vielleicht, weil er 5 Level drunter ist. Oh, das war so klar. Das war so klar, gell? Jetzt hat er plus 3 bekommen, das heißt, wenn ich ihm jetzt noch eins gebe, würde er mit Sicherheit plus 2 kriegen, oder? Oder nur noch plus 1? Sollen wir es ausprobieren? Weil mit einem Level aufwärts mit Sonderbonbon wird er mit Sicherheit nicht nur plus 1 bekommen, sondern mehr. Also geben wir ihm nochmal ein Calcium. Und ich schau. Jawohl! 126! Das freut mich. Das belebt mich gerade wieder ein bisschen. Ne, 126er Spezialwert. Lässt den Macho mal erscheinen. Sehr schön. Das Ding ist, für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben sollten, den Missing-No-Glitch, den ich jetzt gerade angewendet habe, um die Sonderbonbons zu vermehren. Den habe ich in Part 46, glaube ich, gezeigt. Das heißt, da vorbeischauen, falls ihr wollt. Also deswegen habe ich das jetzt halt nicht nochmal gezeigt. Hier sind die Sonderbonbons. 76 sind es jetzt an der Zahl. Also ich habe die überschüssigen, wo dann ja immer steht mal 9. Die habe ich verkauft, bis dann steht halt ja, dass wir noch 99 Stück haben. Weil höher wie Level 100 kann ich ihn ja eh nicht leveln. Und es soll natürlich nicht zur Gewohnheit werden, hier die Sonderbonbons zu benutzen. Das bringt auch eh nichts, weil, wie gesagt, man bekommt keine Statuserfahrung dadurch. Das heißt, eigentlich sind die eher schlecht. Für diesen Zweck werde ich es allerdings benutzen. Und manche fragen sich jetzt vielleicht, hey, man kann ja auch Kadabra im Geheimdungeon fangen, also in der Azuria-Höhle. Auf Level 51, der hat dann auch keine Statuserfahrung. Das heißt, rein theoretisch hätte ich das mit dem vielleicht schon machen können. Oder was heißt schon? Das ist nämlich das Ding. Ich wollte es nicht erst mit einem Level 51er oder mit welchem Level der auch immer da kommt, Kadabra machen von der Azuria-Höhle, weil es wäre ja dann nach der Pokémon-Liga. Und ich würde sehr gerne die Pokémon-Liga schaffen mit 150 von 151, dass dann nur noch Mewtwo fehlt und dass ich dann das Projekt abschließen kann. Ich weiß halt nicht, ob ich es so schaffe, aber ich würde es sehr gerne so versuchen. Deswegen will ich halt jetzt schon mal, oder habe ich mir das Kadabra jetzt auf diese Art und Weise vorbereitet. Ich hoffe, ja, oder ich denke mal, ihr versteht es. Mit 126, ja, kann ich, wie gesagt, jetzt zum dritten Mal schon, sage ich,
ein Marshmallow erscheinen lassen. Habe ich denn alle nötigen Voraussetzungen im Team? Wir müssen fliegen können. Ich muss auf jeden Fall schwächen können. Ich brauche einen Platz in der Box frei. Haben wir denn noch genügend Bälle? Ich habe noch 18 Hyperbälle. Die sollten dicke reichen. Gott sei Dank habe ich das gerade versucht mit dem Calcium-Helm. Jetzt habe ich halt schon 2 verbraten. Das heißt, ich kann jetzt ja aktiv nur noch 8 Stück benutzen. Man kann ja maximal 10 benutzen. Wo wollte ich jetzt hin? Genau, auf Bills PC. Dann wechsle ich kurz die Box, wo ich auf jeden Fall weiß, dass da keine Pokémon drin sind. Beim Boxwechsel muss ich halt das Spiel speichern. Das ist halt ganz einfach so. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Aber den 126er Spezialwert will ich ja auch behalten. Das heißt, ich wechsle auf Box 6. Dann sind wir da schon mal good to go. Ich habe Bälle. Ich habe Parasect dabei. Damit kann ich ihn einschlafen lassen. Und ansonsten kann ich ihn aber nicht sonderlich gut schwächen, gell? Sollen wir denn noch ein anderes Pokémon mitnehmen? Das wäre jetzt mal so eine Frage. Nein, nicht mein PC. Ich brauche Bills PC, bitte. Und dann muss ich mal ganz kurz schauen. Der kann Gott sei Dank kein Teleport, so wie das Simsala, was wir gefangen haben. Ich lege mal ganz kurz Mio ab, den brauche ich erstmal nicht. Wer könnte denn den schwächen? Da bräuchte ich halt am besten jemand, der auch vom Level her in dem Dreh unterwegs ist. Box 5, was haben wir denn da alles Schönes? Die sind alle zu hoch, außer halt ja Bisasam, aber ich denke mal, mit nur Tackle kommen wir da nicht weit, weil ich denke mal, der kann bestimmt schon Überroller und sowas, wenn der auf Level 7 erscheint. Oder, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber Überroller kann nicht. Toll, jetzt habe ich auf dieselbe Box nochmal gewechselt. Ne, da werde ich mir ein anderes Pokémon nehmen, ein stärkeres. Ja, weiß ich nicht. Normal-Pokémon, also Evoli, nämlich Mermaid da oben und so, die sind halt auch nicht so das Wahre zum Schwächen. Auch wenn vielleicht schon eine Pilzspore reicht vielleicht schon. Aber ich will jetzt halt nicht verkacken. Ich will schon dann, dass es halt funktioniert. Mit Simsala könnte ich es natürlich versuchen. Aber mit Konfusion glaube ich fast schon, dass wir den One-Shotten könnten. Das wäre möglich. Deswegen werde ich es nicht versuchen. Ich könnte einen Dragoran mitnehmen. Und den dann perwickeln. Da könnte ich sogar noch herkommen. Wir nehmen mal Dragoran mit. Dass ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehe. Gut, jetzt muss ich nicht nochmal die Box wechseln. Jetzt habe ich ja ein Pokémon abgehoben. Das heißt, in der Box ist schon auf jeden Fall mindestens ein Platz frei. Dann heile ich mich noch kurz. Dann fliege ich zurück nach Lavandia. Lavandia, wie man das auch immer aussprechen will. Ich habe in den vergangenen Parts immer wieder diesen Ditto-Trick gezeigt. Ich weiß es nicht wie oft, aber ich sollte ihn schon des Öfteren mal gezeigt haben, wie der funktioniert. Deswegen werde ich das dementsprechend, so wie gerade diesen in Anführungszeichen Level-Prozess, es waren ja jetzt nur Sonderbonbons, werde ich jetzt nicht nochmal zeigen. Für die, die Bescheid wissen, ja, ihr wisst Bescheid, für die, die es nicht wissen, schaut bei den letzten Parts vorbei. Und ich setze dann hier nochmal den Schnitt. Wir sehen uns dann beim Trainerkampf wieder, den ich ja auf jeden Fall zeigen will, auf der Route östlich von Fuxania City. Und danach sehen wir uns wieder beim Macho Man. Also bis so, da bin ich wieder. Den Vogelfänger habe ich schon mal besiegt. Das war halt der letzte Spezialwert, den ich da benutzt habe. Jetzt kommen wir zum Herrn Biker da oben. Mal sehen, was der entgegenzusetzen hat. Aber wahrscheinlich wieder Smogon und Slimer. Wir kommen öfter her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Ja, da spricht ein wahres Wort, die Route ist echt groß. Und deswegen sind halt auch sehr viele Trainer hier. Man könnte die natürlich nacheinander alle wegkloppen. Aber so finde ich, ist es die sinnvollste Variante. Weil man braucht halt, um den Ditto-Trick aufzulösen, immer mindestens einen Trainer. Sonst kann man halt, ja, sonst löst sich der Glitch halt nicht gescheit auf. Aus welchem Grund auch immer, es ist halt ganz einfach so, man muss immer hier einen Trainer besiegen oder nicht, es muss nicht hier sein. Man kann, wo man auch immer noch Trainer übrig hat, kann man sich welche schnappen und halt besiegen. Und ja, mit wem mache ich denn das jetzt am besten? Ich setze mal Lauch ein, der kann uns mit seinen Giftattacken relativ wenig machen, weil wir ja selber den Gifttyp haben. Ich bin zwar mit Pflanzenattacken nicht sehr effektiv gegen ihn, aber ich kann immerhin Body Slam einsetzen. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich noch einen Schwerttanz hinterher schmeiß. Ich denke, das mache ich auch. Ja, die Kampfanimationen sehen halt immer noch aus. Das soll aber nicht zur Gewohnheit werden, nachdem ich hier mal diese Pokédex-Action hinter mir habe und wir uns dann um den 8. Orden kümmern und letztendlich dann auch um die Pokéliga. Da werde ich natürlich wieder die Kampfanimation anschalten. So, kriegen wir den im One-Shot? Okay, mit einem Schwertanz kriegen wir das hin. Ich denke mal, ohne den Schwertanz hätte es mit Sicherheit nicht gereicht. Damit haben wir den Biker.
Kurz und schmerzlos. Richtig erkannt. Gut, dann muss ich jetzt noch mich um den Ditto kümmern. Das werde ich euch dann auch ersparen und wir sehen uns gleich beim Macho Mai. Okay, jetzt sollte dem letzten Pokémon, was sich durch Tausch entwickelt, was ich halt auf die Art und Weise dann logischerweise fangen muss, weil ich ja nicht tauschen will. Das sollte dann das letzte gewesen sein. Jawohl. Und der sieht auch sehr mächtig aus, Macho Mai. Wie gesagt, halt unvollkommen in der ersten Generation, aber dafür hat es seinen ganz eigenen Charme. Und wie machen wir denn das jetzt am besten? Ich gebe ihm erstmal eine Donnerwelle, dass wir halt die Statusveränderung haben, nicht wahr? Und dann werde ich ihn ganz einfach, ja, totwickeln. Nee, totwickeln tun wir nicht, aber halt an den Rand bringen und dann mit dem Hyperball sollte es dann kein Problem sein. Und ihr seht die Problematik von Wickel, das ist diese ganz fiese Technik, die man hier mit Dragoran anwenden kann. Der hat zwar, also aufgrund seines sehr hohen Angriffswerts, macht natürlich Wickel schon etwas mehr Schaden, aber Wickel an sich ist sehr schwach. Aber wenn man den Gegner paralysiert, kommt man immer zuerst und es ist halt hier einfach so einprogrammiert, dass der Gegner, wenn er gelähmt ist, absolut nichts machen kann. Das heißt, er muss darauf warten, dass wir halt dann mit Wickel failen und er muss halt dann auch noch, er darf keine Fullpara bekommen, weil sonst sind auch wieder wir als erstes dran und es geht immer so weiter. Das heißt, wenn man nicht gerade gegen Geist-Pokémon kämpft, kann man mit dieser Kombination, und das wollte ich eigentlich nicht, wollte eigentlich einen Ball werfen, wirklich, also das ist sehr, sehr fies auf jeden Fall, könnte man so abusen. Also man könnte einen Dragoran so spielen und es würde auch echt, also man würde dadurch viele Kämpfe gewinnen. Oh Gott, und der stellt sich, der ist ja ausgebrochen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es direkt wieder im ersten Ball drin ist, aber gut. Der will noch nicht so recht. 1, 2, 3, aber jetzt. Sehr schön, Macho Mai ist gefangen. Der Kraftprotz. Dieses Pokémon kann durch seine kräftigen Muskeln Gegner bis zum Horizont schleudern. So, wie nenne ich dich denn? Was wäre jetzt ein guter Name? Komm, ich nenne dich einfach mal Goku. Angelehnt natürlich an Son Goku, wenn der auch keine vier Arme hat, aber sei es drum. Ich habe ja auch schon mein Nidoking Broly genannt. Sehr schön, damit wurde er auf Bills PC übertragen und ich kann mich wieder, ja, anderen Dingen widmen. Aber erstmal, das ist ja gar nicht der Spezialwert, den ich eingangs erreichen wollte. Ich wollte eigentlich auf 170 wäre schön, aber wäre nicht zwingend. Das wäre Porygon, den kann ich nämlich auch kaufen, der ist halt sauteuer. Deswegen wäre es schön eigentlich, wenn ich den auch erreichen würde. Aber Pflicht sind nur noch Shiggy und Knofensa. Den Rest muss ich dann nur noch entwickeln lassen an Pokémon oder halt fangen. Dann haben wir den Pokédex vollständig. Das heißt, es sind, ja, es sind tatsächlich die Endzüge. Und ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt erreichen werde. Ich werde es ganz einfach nochmal bis dahin schneiden. Also ich vergebe jetzt einfach noch ein paar Sonderbonbons. Und wenn ich kurz vor einem Spezialwert bin, den ich dann, ja, unter Umständen erreichen könnte, werde ich euch das natürlich zeigen, werde ich euch natürlich teilhaben lassen. Also bis dahin. Jawohl, 170er Spezialwert. Da bin ich wieder. Das war jetzt nicht so gewollt, den Schnitt so wieder einzusetzen, aber ich habe ganz einfach ja vergessen. Ich war so im Fluss, habe einfach immer weiter A gedrückt und dann sehe ich es gerade. 170 haben wir jetzt dadurch und ich habe sogar nicht mal ein Calcium verwenden müssen. Damit kann ich einen Porygon erscheinen lassen und muss es nicht in der Prismania City Kauf, ja, in der Prismania City Spielhalle halt teuer erwerben. Da tut mir mal im Vergleich zum letzten Part, wo ich das mit Arctos und Zapdos leider gar nicht funktioniert hat, da spielt mir wieder das Schicksal ein bisschen in die Hände. Und da werde ich halt, ja komm, ich fliege einfach mal wild zurück nach Lavandia. Ich hätte auch einfach die Route zurücknehmen können. Aber wieso sollte man das machen, wenn man fliegen kann? Ich tue mich mal ganz kurz hier heilen. Und dann sollte ich vielleicht nochmal ganz kurz die Box wechseln. Nicht, dass jetzt noch irgendwas schief geht. Und das nachher heißt, die Box ist voll. Haben wir ja schon erlebt, da wo ich das Dratini gefangen habe in Part, oh Gott, wann waren das? Part 33 oder irgendwie sowas? Part 34? Sowas kann es gewesen sein. Das ist jetzt auch schon wieder, ja, ein bisschen her. Da werde ich einfach nur ganz kurz die Box wechseln und dann hoffentlich die restlichen Spezialwerte erreichen. Box wechseln. Ich denke, es ist echt besser. Ich glaube, da habe ich mir auch in gewisser Weise schon mein eigenes Grab geschaufelt im letzten Part, weil ich die
erst die Calcium, halt diese ganzen Vitamine benutzt habe, um Spezialwert zu erhöhen und dann erst gelevelt habe, weil danach kann man halt mit den Vitaminen nichts mehr rumfeilen und ich denke, dadurch, dass ich jetzt nur zwei Vitamine benutzt habe, werde ich das schon hinbekommen, dass ich da immer so ein, zwei, drei Punkte verteilen kann, um das halt zu berichtigen. Ich schätze mal, das wird schon soweit funktionieren. Wie auch bei Macho Mai werde ich das allerdings soweit hinschneiden. Wir sehen uns gleich beim Trainerkampf wieder, den ich halt zum Auflösen des Stitches brauche, also bis dahin. Okay, da sind wir wieder. Ich glaube, der nächste sollte dann wieder ein Vogelfänger sein. Oh Gott, ich dachte eigentlich an den rechts, aber wenn der halt mich zuerst rausfordert, dann soll es mir auch recht sein. In Rismania City kann man TM kaufen und VM besitzen allerdings nur wenige Personen. Also TM halt technische Maschinen und VM versteckte Maschinen. Davon haben wir eigentlich so gut wie alles gefunden. Ich habe ja auch immer fleißig alle Items eingesammelt. Also VMs haben wir alle, TMs habe ich nicht alle. Aber das Ding ist halt auch, nach Benutzen einer TM, wenn man sie nicht vervielfacht hat, wie es jetzt ich gemacht habe mit vielen, dann kann man sie halt auch nur einmal, also man kann sie nur einmal benutzen, dann ist sie weg. Deswegen, alle TMs zu besitzen, wird dann halt dementsprechend schwierig. Auf wen wechsle ich denn? Ja, so Lauch ist halt absolut im Nachteil, aber ich glaube nicht, dass der jetzt Tauburger kann eh kein Bohrschnabel oder sowas. Der kommt nur mit Normalattacken. Auf die hat er zwar Step, aber das ist halt nicht sehr effektiv auf uns. Deswegen, ich setze mal einen Schwertanz ein. Dass wir ganz einfach ja angriffstechnisch schon stärker unterwegs sind und ich den am besten one-shotten kann. Ich habe mit auf Body Slam keinen Step, deswegen brauche ich halt den Schwertanz, um den halt ja, zu verbessern. Ja, Drakonis erreicht Level 8. Auch wenn Dragoran jetzt ja erstmal nicht ausschlaggebend sein soll. Ibitak stattdessen könnte mich jetzt schon, oder hätte mich sehr effektiv treffen können mit einer Flugattacke. Aber ich bin ihm zuvor gekommen, Gott sei Dank. Level 44 Verlauch. Sehr schön. Den nächsten Vogelfänger. Ah, so ein Mist. Sehr schön. Damit können wir das Startmenü wieder benutzen. Ich setze mal, ja, irgendjemand nach vorne. Ich setze mal Lauch nach vorne. Weil mit Dragoran wird es halt schwierig, falls mal kein Ditto erscheint, den dann austauschen zu lassen, weil dann, nicht austauschen zu lassen, sondern zu fliehen, weil dann steht, du kannst nicht davonlaufen, weil wir dann so eine niedrige Init haben. Also gut, die Suche nach dem Ditto werde ich euch wie gewohnt ersparen und wir sehen uns dann gleich beim Porygon. Also gut, es ist Porygon-Time angesagt. Ich habe noch schnell Dragoran wieder nach vorne gesetzt, dass wir halt wieder Donnerwelle und Wickel-Action machen können. Das legendäre Porygon, nicht Spaß. Es ist ja nicht legendär, aber es ist vielleicht insofern legendär, was ja den Porygon-Film anbelangt. Da gab es ja auch so, ja, die ein oder anderen Geschichten. Diese Stelle, wo diese Frequenz so hell geleuchtet oder nicht, ja, nicht Frequenz, da hat das Bild in den Kinosälen anscheinend relativ, also in einer so hohen Frequenz geflimmert, dass wohl manche Leute einen Augenschaden davon getragen haben. Einfach das so als kleine Randinformation, wenn wir jetzt hier schon Porygon vor uns haben. Der Kleine kann natürlich aber nichts dafür. Der will nur gefangen werden von uns. Ach hey. Ja, Porygon, ich weiß gar nicht, da steht ja virtuell. Der ist, soll, glaube ich, gar keinen richtigen Körper eigentlich haben. Also ist eigentlich eine Computerdatei oder wie das aussieht. Wie wir den dann sehen können, keine Ahnung, ist das ein Hologramm? Sind hier Dual Discs unterwegs? In Kanto? Man weiß es nicht. Okay, der will irgendwie noch nicht. Schärfer. Ich glaube, das ist sogar eine Attacke. Die kann in der ersten Generation nur Porygon. Also ich weiß nicht, dass ein anderes Pokémon schärfer könnte. Hey! Umwandlung. Elementar adaptiert. Boah, krass, der kann ja allgemein voll komische Attacken. Das war mir so gar nicht bewusst. Weil ich meine, man tut ja auch selten irgendwie in der ersten Generation gegen Porygon kämpfen. Weil kein Mensch hat den. Außer man, wie gesagt, kauft ihn sich halt selber. Hier, da steht es nämlich, Porygon virtuell. Porygon besteht komplett aus Computerdaten. Ja, so wie ich gesagt habe, also was ist es dann, ein Hologramm oder was? Es kann sich frei in virtuellen Welten bewegen. Ja, das bedeutet dann halt wahrscheinlich, dass wir in einer virtuellen Welt sind. Was bekommt Porygon für einen Namen? Okay, komm. Ich nenne Porygon ganz einfach mal Costa. Allen anderen Kollege von mir, dann habe ich das Kongstrong ja, Quartett vollständig. Dass halt der Name auf jeden Fall auch noch hier vorkommt, weil der bewegt sich nämlich auch gerne in virtuellen Welten, aber das tun wir natürlich alle. Deswegen ist Porygon Costa. Gut. Das wäre dann soweit abgeschlossen. Ich werde dann halt weitermachen und Gandalf weiterhin mit Sonderbonbons
zupumpen, dass ich dann hoffentlich noch auf 177 komme. Oder soll ich das überhaupt jetzt noch schneiden? Ich meine, allzu lang dauert es ja nicht mehr. Es lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, hier einen Schnitt zu setzen. Gut, dann lasse ich euch einfach mal hier teilhaben, weil so viele Punkte sind es ja jetzt wirklich nicht mehr. Wo sind die Sonderbonbons? So. Wo ist er denn jetzt? Oh Gott, ich bin schon blind. Hier, Gandalf. Level 62, 173. Was hat mir 170? Das heißt, mit einem... Ja, jetzt könnte es halt schon wieder schwierig werden. Mit einem bekomme ich entweder plus 3, dann sind wir bei 176. Und wenn ich aber dann ein Vitamin gebe, werde ich mit Sicherheit mehr wie nur plus 1 bekommen. Das ist halt so die Frage. Oder aber... Ich bekomme nur plus 2. Das müsste ich jetzt mal ganz kurz austesten. Ich werde mal hier speichern. Pokédex 100 mittlerweile. Es fehlen nur noch 51 Pokémon. Jungs, ich hab's bald. Das wäre, also das wird richtig. Also nicht so, dass ich keinen Spaß dran hätte. Das versteht mich nicht falsch. Aber es ist halt so, das ist so ein langes Projekt jetzt schon. Und es ist halt für mich einfach, wäre das ein Meilenstein, wenn dann, wenn ich das so halt hinbekomme, wie ich mir das von Anfang an vorgestellt habe. Habe ich jetzt abgespeichert? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, stimmt. Sonst hätte ich ja gar nicht gesehen, wie viele Pokémon ich habe. Aber ich bin jetzt einfach, ich will jetzt halt keinen Fehler machen. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen übervorsichtig. So, wie gehen wir denn jetzt am besten vor? Ich gebe mal ein Sonderbonbon. Ein erneutes Sonderbonbon. Was haben wir denn jetzt? 175. Das heißt, wir haben nur plus 2 bekommen. Das heißt, mit einem erneuten Sonderbonbon könnte ich nochmal plus 2 bekommen vielleicht, aber ich bekomme vielleicht auch plus 3. Und ich habe kein Calcium. Fuck, da muss ich ja schon wieder einkaufen. Ja gut. Dann ab ins Prismania City Kaufhaus. Und boah, ich glaube, der Part geht schon wieder ewig lang. Aber eigentlich würde ich das gerne dann noch abschließen, dann mache ich halt den Part mal wieder dann als Special-Folge quasi ein bisschen länger. Also ich nehme jetzt gerade 50 Minuten auf, ich werde ja wieder ein bisschen was wegschneiden, das heißt... Wie viel dann aktiv noch vom Part übrig bleibt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich denke mal, als ob das jetzt weit über 20 Minuten geht. Also ich denke mal, eine halbe Stunde habe ich bestimmt schon aufgenommen. Es sei denn, mein Zeitgefühl, ja, zerlegt mich jetzt komplett. Aber ich habe ja auch ein bisschen dieses Leveling da oder halt, wo ich die Sonderbonbons an Kadabra vergeben habe, habe ich ja jetzt auch nicht alles drin. Gut, ich habe wie viel Calcium ihm gegeben? 2 Stück bis jetzt. Das heißt, wir können maximal noch 8 Stück geben. So viel werde ich mal kaufen. Ja, nicht 99 Stück. 8 Stück kaufe ich mal. Ich meine, genügend Geld habe ich. Gut, dann werde ich jetzt mal ein Sonderbonbon vergeben. Quatsch, was laber ich? Nicht ein Sonderbonbon, ein Calcium und gucken, was dabei rumkommt. Komm schon, gib mir bitte nicht plus 3 oder so dadurch. Weil es sind mal wieder einige Level gestiegen, deswegen. 178, das ist schon mal gründlich schief gelaufen. Gut. Da muss ich an der Stelle nochmal resetten halt. Bringt halt nichts. Und soll ich euch das vielleicht dahin... Ah, nee, komm, jetzt habe ich euch schon ein bisschen so dran teilhaben lassen. Dann steigt einfach noch ein bisschen die Spannung. Dann können wir gucken, wie ich das vielleicht am besten mache. Das heißt, ich habe plus 3 bekommen jetzt durch ein Calcium, gell? Was haben wir denn jetzt für einen Wert gehabt? Ich hatte 173... Das heißt, plus 3 bekomme ich dann nochmal plus 1 oder bekomme ich nochmal plus 3. Sollen wir es mal so probieren? Dann gehe ich jetzt direkt ins Prismania-Kaufhaus und probiere das Ganze mal so. Wenn das dann auch scheitern sollte, dann werde ich 2 Sonderbonbons vergeben, weil ich habe es halt bis jetzt so probiert. Ich habe jetzt einen Sonderbonbon gegeben, habe dann anschließend Calcium gegeben, das hat nicht funktioniert. Jetzt gebe ich keinen Sonderbonbon und gebe einfach 2 Vitamine und gucke, ob das funktioniert. Und wenn das nicht geht... Dann mache ich es mit 2 Sonderbonbons, statt mit nur einem halt und einem Vitamin. Also ich denke mal, ihr habt verstanden. Oder ich hoffe, ich habe es gerade richtig formuliert. Es ist halt immer so. Wenn ich dann im Spielfluss drin bin oder mich halt auf das Spiel konzentriere, dann kann es manchmal sein, dass ich ein bisschen Stuss zusammenbrabbel. Aber das ist natürlich ungewollt. Das kann dann nur halt manchmal vorkommen. Ich probiere das natürlich zu vermeiden. Jetzt kaufe ich wieder... Ja, wir kaufen einfach mal... So viele brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kaufe mal, ja komm, 6 Stück. Obwohl, was soll der Geil? Ach, nein, komm. Es kann ja sein, ich muss eh gleich wieder neu laden, also scheiß drauf. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was dabei rumkommt. So, ein Calcium für Gandalf. Jetzt haben wir einen Spezialwert von 175. Was hatte ich da vor? 173, gell?
Das heißt, sie haben gerade plus 2 bekommen, gell? Jetzt probieren wir das halt mal so. Kommen 1 noch, aber das wird es wahrscheinlich dann plus 1 gegeben haben. Dann sind wir bei 176. Oder gibt es nochmal plus 2? Nein, es hat nochmal plus 2 gegeben. Das heißt 177 und damit kann ich den Shiki erscheinen lassen. Ist es nicht geil? Und er braucht 12.000 EP mittlerweile. Weil er ist auch Level 62. Ja gut, das freut mich sehr. Dann ist schon mal der vorletzte Spezialwert abgehakt. Bis wir dann zu Knofenser kommen und ich denke, das werde ich auch noch hinbekommen. Ich werde euch das Ganze wieder dahin schneiden, bis. Also ich werde jetzt halt die Glitch wieder aktivieren. Dann sehen wir uns gleich wieder beim Trainerkampf, um das Ganze halt aufzulösen. So wie ich es davor auch gemacht habe. Also bis gleich. Gut, da sind wir wieder am Start. Den ersten Vogelfänger haben wir schon mal besiegt. Der zweite folgt zugleich. Und ich habe wieder vergessen, vorher mein erstes Team-Pokémon auszutauschen, weil das müsste wieder Dragoran sein. Hast du deinem Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Ja, allerdings. Und das arme kleine Porenta, was ja, was ich 30 cm groß ist, hat mich, ja, wie groß wird Rot sein? Zu dem Zeitpunkt 1,50 Meter? Auf jeden Fall viel größer wie das Porenta selber und der hat uns die ganze Zeit tapfer durch die Lüfte getragen, um das ganze Spiel jetzt hindurch. Ich wechsle einfach mal auf Lauch, weil ja, vor Habitak habe ich jetzt eigentlich nicht sonderlich Angst, vor allem nicht auf Level 28, auch wenn er mit Schnabel kommt und so. Ich setze mal einen Schwertanz ein. Und dann denke ich mal, können wir uns hier komplett durch Body slammen. Einmal. Das sollte direkt ein One-Shot werden. Genau. Und da gibt's. Was gibt's jetzt noch? Einen Ibitak vielleicht? Wahrscheinlich. Einmal Level 9 für Draconis. Auch wenn das natürlich jetzt hier nicht ausschlaggebend soll. Ausschlaggebend sein soll. Das Training von Dragoran. Weil es ist ja eigentlich kein Training. Ich habe halt nur vergessen, ja, den auszutauschen. Deswegen hat er halt ein bisschen EP abgegriffen. Ob ich den dann noch für Pokémon Stadium leveln werde, das steht noch in den Wolken. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal zu Pokémon Rot. Ja, und der Schwertanz, der macht sich da echt bezahlt, wenn ich einen Body Slam angreife. War das eine Bruchlandung? Ein wahres Wort. Gut, damit funktioniert unser Startmenü wieder. Ich tue wieder mal Lauch nach vorne setzen und ich erspare euch dann halt, ja, wie gewohnt die Suche nach dem. Nach dem Ditto, wir sehen uns dann gleich beim Shiggy wieder. Okay, da bin ich wieder. Diesmal ist es dann Zeit für Shiggy und habe ich Dragoran vorne? Nee, habe ich nicht. Diesmal habe ich nicht dran gedacht. Dann könnt ihr dem auch kurz beiwohnen, so unspektakulär das ist. Und los geht's. Es sieht jetzt fast so aus, wie wenn wir hier jetzt so auf in Alabastia unterwegs wären und eins der Start-Pokémon sei entflohen. Weil sonst sieht man halt hier einen Shiggy niemals ja, in freier Wildbahn. Gut, ich gehe wieder gleich vor, Donnerwelle, um halt eine Statusveränderung hervorzurufen. Wahlweise wäre natürlich auch Schlaf von Vorteil gewesen, nicht von Vorteil, sondern möglich, eine Möglichkeit gewesen. Und dann machen wir das Ganze mit Wickel dann fix. Sehr schön, ich muss nur aufpassen, dass ich keinen Volltreffer mache, genauso wie jetzt. Weil ich denke, wenn ich jetzt noch einen Volltreffer mache, dann war es das. Aber Shiggy sollte sich, glaube ich, gut fangen lassen. 1, 2, 3, jawohl. Sehr schön. Da werde ich. Ich habe auch einen guten Namen für Shiggy. Die Minikröte. Nach der Geburt bildet sich auf Shiggys Rücken ein Panzer. Es attackiert mit Sprühschaum. So, Shiggy nenne ich Tanktub. So wie die Schildkröte in Banjo-Kazooie. Was ich zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Part rauskommt, denke ich mal, den ersten Part hochladen werde. Das heißt, da wird Tanktub noch nicht vorkommen, der ist ja erst in Bubblegloop Swamp. Aber trotzdem, unser Shiggy ist Tanktub. Und dann fehlt nur noch Knofenser, da werde ich euch auch natürlich mal kurz teilhaben lassen. Dann werde ich das Ganze, ich speichere hier mal kurz ab, weil soweit hat es ja schon mal gut funktioniert. Ja, der Part wird ewig lang werden, aber egal. Das mache ich jetzt noch vollends in dem Part, weil dann kann ich im nächsten Part mich um irgendwas anderes kümmern. Dann habe ich die Spezialwerte schon mal abgeschlossen. Sollte das jetzt so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Aber ich habe irgendwie, ich habe ein gutes Gefühl. Es hat schon mal gut funktioniert, warum nicht auch noch weiterhin? Ja genau, Sonnenbonbon für Gandalf. So, jetzt haben wir 180. So, was habe ich jetzt? 283 vielleicht? Okay, 182. Das heißt, da plus 2 bekommen. Nochmal 1. Boah, Level 65. 185. Das heißt, da haben wir jetzt wieder plus 3 bekommen. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass ich jetzt nochmal plus 2 bekomme. Und dann sind wir bei
Sind wir bei 188. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich. Nee, Quatsch, also plus 2 wären jetzt 187 von 185 natürlich. Aber ich meine, ich brauche 188. Dann gebe ich mal hier ein Calcium. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Gucken wir mal. So, Gandalf, was hast du vorzuweisen? 187, das heißt, wir haben sogar plus 2 bekommen. Bekomme ich jetzt nochmal plus 2, ist die Frage. Und Trommelwirbel. 189, okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Dann muss ich hier kurz resetten. Ich habe Gott sei Dank gespeichert. Das heißt, das ist alles kein Problem. Ja gut, aber ich denke mal, ich könnte vielleicht schon hier ein bisschen kürzen, dass, weil ich denke mal, ihr wisst ja, was ich jetzt vorhab. Ich werde es einfach mal so lange rumprobieren, bis der die 188 erreicht. Ich werde mich nicht damit abfinden, dass es nicht schafft. Das heißt, ich werde euch das einfach so hinschneiden, bis, ja, ich denke mal, bis er den Spezialwert erreicht oder vielleicht sogar direkt zum Trainer. Das werde ich dann sehen. Also bis, jo, bis gleich. Gut, da bin ich wieder am Start. Jetzt wird es gleich Zeit für den Trainerkampf, aber ich glaube, hier gab es noch ein verstecktes Item. Okay, scheinbar doch nicht. Ach so, geht es vielleicht sogar gar nicht. Oh, weil wir den Dings, da wir gerade im Glitch quasi noch drin sind. Ich glaube, dann geht es vielleicht gar nicht. Da müssen wir erstmal hier einen Trainerkampf bestreiten. Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Das wird sich gleich zeigen. Und ich habe, glaube ich, schon wieder vergessen, Dragoran auszutauschen, aber sei es drum. Der hat sogar vier. Ja, aber da liegt halt die Vermutung nahe, dass es vier Taubsis sind oder zwei Taubsis und zwei Habitaks. Das werde ich, ja, das werden wir gleich sehen. Ich wechsle mal wieder auf Lauch. Ich glaube, dem einzigen Teammitglied, was ich gerade dabei habe. Oder habe ich jetzt jemand übersehen? Sei es drum. Jedenfalls werde ich das Ganze halt mit Lauch lösen. Ein Schwertanz natürlich, ihr kennt's. Und mit Wirbelwind kann man hier noch nichts anfangen. In der ersten Generation, außer halt man kämpft gegen ein wildes Pokémon. Oder wenn das jetzt ein wildes Pokémon gewesen wäre, ein wildes Taubsi, was es eingesetzt hätte, den Wirbelwind, dann wäre man halt weggeweht worden. Im Trainerkampf bringt es allerdings nichts. Und er hat überhaupt keine Chance. Aber ja, klar, ich meine, es ist der Levelunterschied. Das heißt, da muss man sich nicht auf die Brust klopfen. So, Taubsi auch noch weg. Und es wird bestimmt dann noch ein Habitak, oder? Safe. Ich kann es doch schon riechen. Ah, einen Ivy-Tag sogar. So ein strammer Kerl ist das. Aber mir soll es recht sein, da kriege ich noch ein bisschen mehr EP. Deswegen da beschwere ich mich nicht. Und damit, ja, den nächsten Vogelfänger geschlagen. Sie war nicht stark genug. Ja, ganz genau. Das heißt, ich werde jetzt wieder nach dem Ditto suchen, der ist mein Spezialwert kopieren lassen. Und wir sehen uns dann gleich beim letzten Pokémon, was ich mit dem Spezialwert erscheinen lassen muss. Ist das nicht geil? Ja, nee, ja, weniger. Nicht Spaß. Wir sehen uns gleich beim Knofenser wieder. So, da bin ich wieder am Start. Und kurz bevor wir anfangen, das habe ich euch jetzt beim Trainerkampf gar nicht gezeigt, auch wenn es, ja, denke ich mal, klar sein sollte. Gandalf hat jetzt auf Level 64 den 188er Spezialwert, der ein Knofenser erscheinen lässt, was das letzte Pokémon im Bunde ist. Wie ja, gut, das habe ich schon davor erwähnt. Aber es ist halt einfach so zur Technik. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, wie ich das angestellt habe. Es hat es halt davor nicht geklappt. Ihr müsst immer sehen, wenn ihr das macht, dass ihr halt abwägt, ob ihr jetzt ein paar Level steigen lasst oder ob ihr halt Vitamine verteilt. In dem Fall ist es halt Calcium, weil man braucht den Spezialwert und keinen anderen. Oder ob man, keine Ahnung, ein Level und dann wieder ein Vitamin. Also es müsst ihr halt, da kann man verschiedene Wege finden, um halt dann wirklich auch verschiedene Spezialwerte halt zu erreichen. Wenn es gerade, wenn es so eine knifflige Situation ist, wo man sagt, boah, es ist ein, zwei, drei Punkte oder so, die da diskrepant sind. Und so habe ich es halt dann ganz einfach hinbekommen. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen, wenn ihr das selber macht. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Und macht den Fehler nicht, wie ich bei dem Arktos, dass ihr 10 Vitamine vollgebt und dann anfangt zu leveln, weil dann könnt ihr im Nachhinein nichts mehr dran feilen. Wenn ihr natürlich, so wie ich eingangs erwähnt habe, ganz am Anfang vom Part, das Pokémon ganz normal per Levelaufstieg, also mit wilden Pokémon-Leveln, wie auch immer, mit Trainerkämpfen, sammelt der Statuserfahrung und auf so einem hohen Level könnt ihr dann wahrscheinlich auch keine Vitamine mehr geben. Das wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz sagen. Ich konnte das jetzt halt machen, weil ich per Sonderbonbons gelevelt hatte. Das könnt ihr natürlich ja genauso nachmachen, wenn ihr wollt. Ich setze mal schnell Dragoran wieder nach vorne. Und dann fangen wir endlich Knofenser, dann kann ich den Part auch abschließen. Der geht wahrscheinlich, ja, der geht wahrscheinlich viel zu lang. Egal. Es ist halt wieder eine Special-Folge geworden. Scheiß drauf. Knofenser, du hast mir solche Probleme gemacht. Okay, aber dafür haben wir dich jetzt. Donnerwelle. Okay, das setzt fleißig Wachstum ein. Ich tue das Ganze halt mit Wickel dann bewältigen, so wie die vorigen Kämpfe auch.
Ein bisschen kriegt er noch. Oh, wenn ja, bei Knofenster mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, dass es funktioniert. Nein! Okay, damit habe ich es dann geschafft. Gott sei Dank, es ist getan. Es sind alle Spezialwerte abgehakt, die Pflicht sind auf jeden Fall. Man kann ja sonst, ja, man kann sich da echt aufs Schönste verköstigen, was man da auch immer haben möchte. Aber die, die ich haben wollte, sind geschafft. Das heißt, es müssen nur noch Pokémon entwickelt werden, dann haben wir es. Den Pokédex vervollständigt. Dieses Pokémon ernährt sich von kleinen Insekten. Mit den Wurzeln zieht es Wasser aus dem Boden. Knofenser, ja, was nenne ich dich denn? Ja, wie nennt man denn jetzt einen Dings? Komm, ich nenne dich einfach Leaf. Wie Blatt. Deswegen. Nein, das wollte ich nicht. Bitte auf F. Ja, Virtual Dub zieht schon wieder ein bisschen hinterher, weil ich halt jetzt schon ja eine ganze Weile aufnehme. Aber gut. Mach dich aber auf dem PC und damit war es das erstmal für den Part. Jetzt habe ich auch wahrscheinlich wieder lang genug gezockt. Was im nächsten Part ansteht, werde ich mir noch überlegen, aber ich denke mal, es geht dann langsam aber sicher in Richtung Pokémon Liga. Dazwischen denke ich mal, werde ich noch das Entwicklungsfest reinbauen, wo ich dann ja die Pokémon, die ich noch entwickeln muss, eben entwickeln werde. Ich hoffe, es hat euch bis zu der Stelle mal wieder gefallen. Macht's bis zum nächsten Part gut und ciao.